Hansa Rostock hat heute wohl die letzte Chance verpasst, noch einmal in den Aufstiegskampf mit einzugreifen. Bei Fortuna Köln kam die Mannschaft nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Zurzeit liegt Hansa auf Rang 5, hat schon 9 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz. Es begann so vielversprechend. Bereits nach 42 Sekunden stürmte Soku Richtung Kölner Kasten. Außenrissschuss, Torwart Rehnen parierte. Hansa-Trainer Hertel vertraute der erfolgreichen Elf vom 3:1 gegen Zwickau. 9. Minute, Ecke Köln. Wieder offenbarte Rostock Schwächen bei einem Standard. Brandenburger, ein defensiver Mittelfeldmann, war per Kopf erfolgreich. Ball klar hinter der Linie. Fast 1500 Anhänger des FC Hansa waren in den Kölner Süden gereist. Und sie erlebten in der 49. Minute einen Bilderbuch-Konter. Der Hansa-Kicker Hilsner auf Biancardi. Und der wurde von Ernst von den Beinen geholt. Vor dem Strafraum. Aber Ernst war letzter Mann. Da musste Schiedsrichter Fritsch aus Mainz rot zeigen. Eine klare Sache. Rostock fasste eine ganze Halbzeit also mit einem Mann mehr. Köln kämpfte leidenschaftlich, verteidigte das 1:0. Dennoch kam Hansa zu Top-Möglichkeiten. Es war vor allem Kapitän Hüsing, der immer wieder aussichtsreich in Position kam. Es fiel kein Tor, bis in die Schlussphase hinein nicht. Hertel brachte Breyer und der traf dann endlich in der 87. Minute. Ein Tor, das überfällig war, aber das spät fiel. Es war mehr drin für Hansa Rostock als dieses 1:1. Jetzt erwartet Hansa Carl Zeiss Jena.